Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Valheim. Heute wollen wir diesen Dungeon hier erkunden, aber mir ist Gott sei Dank noch rechtzeitig aufgefallen, dass das Equipment fast Schrott ist, also zumindest die Axt. Deswegen habe ich hier mal schnell eine Werkbank aufgebaut, um das mal zu korrigieren und alles zu reparieren. Ja, das war noch so... Ach Mensch, jetzt habe ich wieder die Reihenfolge falsch gemacht. Ich habe erst die Werkbank abgerissen. Das hätte ich schlauer als letztes gemacht. So. Okay. Ja, da machen wir mal, oder? Bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Grabkammern. Okay, zuerst mal ein Skelett. Okay, wenn das alles ist, was die können. Oh, die laufen also auch weg, okay. Ach, die holen Verstärkung. Oh. Schon mal einer mit einem Stern. Okay, die haben wir schon mal alle zerlegt. Ich glaube, jetzt kann ich auch den Vorrat an Knochenfragmenten auffüllen. Gelber Pilz. Okay, wofür auch immer der gut sein mag. Wechsel mal hier ein bisschen hin und her. Ach, hey, ich hätte das Inventar leer räumen sollen. Feuer. Oh. Moment, aber haben wir doch auch so Münzen. Hier kommt das Harz, das können wir hier lassen. Das ist da. Also die blöden Augen. Da haben wir schon mal Platz für die Sachen hier. Rubin, okay. Da gibt es ja also auch. Ah, das sind diese Kerne, glaube ich, die ich brauche. Dafür lassen wir mal Holz. Ah, Kohlenmeiler und so weiter. Jetzt gibt es neue Rezepte. Noch einen Kern. Mehr Rubine, oh, herrlich. Und ich weiß nicht, wofür man die braucht, ob man die braucht, aber ich nehme sie mal mit. Und was ist das hier? Wegweiser der Uralte. Oh, das ist sehr weit weg. Ich glaube sogar, dass wir da mit einem Floß oder Schiff rüber müssen, weil, wenn ich mich nicht sehr täusche, ist hier Wasser. Ja gut, das ist, wie es ist. Da waren wir schon. Dann gehen wir doch mal hier entlang. Und die scheinen sogar recht groß zu sein. Oh, da ist noch ein Kern. Okay, hier ist nichts. Da war nichts. Ich schleiche mich hier mal. Naja, schleichen kann man das gar nicht nennen. Noch mehr Knochenfragmente. Da ist auch nichts. Öh.
Man hört hier manchmal sehr merkwürdige Geräusche. Eine Sackgasse, ja. Ist noch eine Rubin. Gehen wir mal erst in die Tür rein, bevor wir noch tiefer reingehen. Und gleich noch eine Tür. Also ich weiß ja nicht, wofür diese gelben Pilze da sind. Kann man das nicht vielleicht nachlesen? Ein energiegeladener, glühender Pilz. Okay, scheint auch einfach Essen zu sein. Mein Gott, der Dungeon ist ja riesig. Ach, komm her. Wolltest du die Tür verprügeln, oder? Oh, der Kollege hat auch ein Schild. Ich sehe da unten noch einen Rubin. Das Schild hat ihm ja mal gar nichts genützt. Oh. Ich sehe sogar noch einen Kern. Sehr cool. Violett-Trophäe. Na, die nehmen wir doch auch mit. Was schmeißen wir denn dafür mal weg? Noch mehr Holz, als ein ganzer Stack, ne? Ja. Hier Strophäe. Kohle. Kohle können wir wegschmeißen. Da geht's noch weiter. Noch ein Kern. Bin entzückt. So, hier ging es jetzt aber nicht nochmal irgendwo hin weiter. Das heißt, wir müssen jetzt hier zurück. So ging es. Ja, da ging es tatsächlich noch weiter. Ups. Mehr. Oh, das hatten wir schon, okay. Naja, die Fackel wieder rausholen. Eieiei. Das sind sehr viele Kerne. Und da ist noch eine Truhe. Noch mehr Rubine, noch mehr Münzen, noch mehr Bernstein. So, und 8 Federn. 8 Federn kann ich nicht liegen lassen. Da wir sowieso was essen müssen, können wir das ja auch einfach so machen. Okay, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, haben wir das meiste erkundet. Es gab nur noch eine Richtung, glaube ich, in die wir noch nicht gegangen sind. War das
hier? Ne, von hier sind wir gekommen. Da war nichts. Da ist der Eingang. Ne, da haben wir, glaube ich, tatsächlich alles erkundet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich war nämlich der Meinung, dass es noch irgendwo einen Gang gab. Ne, das war dieser hier, aber den hatten wir ja jetzt schon. Da ging es da runter. Ja. Okay. Wir können wieder raus. Das war sehr ergiebig. Ach, mittlerweile ist es Nacht geworden. 111 Lebenspunkte, und das sieht gut aus. Diese Steine hier sehen mir irgendwie, ne, doch nicht. Wir sollten auch einfach mal zurücklaufen. Das Inventar ist voll mit lauter vielen tollen Sachen, die wir jetzt machen können. Fang an zu frieren, na super. So viel wie ich hier durch die Gegend renne, müsste doch eigentlich auch unser Rennen wird jetzt noch mal deutlich gestiegen sein. 21, naja. Bisschen springen können wir noch. Oh. So, da sind wir. Achso, hier liegen noch die, der Loot von zwei Hirschen, die ich erwischt habe. Eine Hirschtrophäe und auch eine Hirschtrophäe. Ja, da sind wir wieder. Wir sind zu Hause. Da müssten wir gleich auch mal gucken, was wir jetzt Neues bauen können. Da war ja durchaus so ein bisschen was dabei, ne? So, was von den Sachen bleibt direkt hier draußen? Die Knochenfragmente. Davon haben wir jetzt genug. Die Federn, wir haben keine Feuersteine, ne? Das ist das harte Geweih, sollte sowieso auch hier bleiben. Holz kommt in die andere Kiste. Ich glaube, der Rest kommt mit nach innen, außer das Holz. Ja. So, da ihr sowieso nichts seht, lege ich mich mal eben erschlafen, dann wird es gleich ein bisschen heller. Weil im Dunkeln zuschauen ist immer schwierig. So, da sind wir wieder. Guten Morgen, aber es ist nicht viel heller geworden, ne? Es fehlt Holz und Harz. Ja, das Holz habe ich gerade weggelegt, ne? Nehmen wir mal. Na komm. Nehmen wir es wieder mit. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Harz drin. Nicht, dass ich jetzt alles weggeschmissen habe. Oh ja. So, packen wir doch mal eine da ins. Wir haben ja auch hier welche, die müssen wir nur mal wieder vollpacken. Dafür brauchen wir Harz, nehmen das dorthin, nehmen es in die Hand und dann jetzt haben wir es. War noch irgendwo eine, die aus ist? Nee, ne? Okay. Gut, so, Inventar lernen. Wir haben Trophäen. Hier eine neue Skelett-Trophäe.
glaube ich, was. So. Essen kommt hier unten rein. Die gelben Pilze. Blaubeeren. Überhaupt nur Pilze kommen raus. Das bleibt da, das bleibt da. Nimm mal noch mehr Käse mit. Ach, stopp hier, da ist noch was zum Verkochen. So. Eine Distel haben wir noch. So, die Sachen gehören, glaube ich, hier unten mit rein. Münzen, Bernstein, Rubine waren neu. Und wir haben diese komischen Kerne. So, Waffen, kommst da mit rein. Ja, okay, jetzt möchte ich schauen, was wir Neues bauen können. Das ist alles nicht neu. Verschiedenes. Ein Portal. Okay. Ach, dafür brauchen wir auch die Augen. Okay. Ein Wächterstein. Füllt die nahe Umgebung mit einem magischen Siegel, das andere Spieler daran hindert, Gebäude zu errichten oder Türen zu öffnen. Oh, cool. Los hatten wir schon. So, Herstellung. Da haben wir jetzt die beiden neuen Sachen. Einen Schmelzofen und eine Kohlenmeile. Dafür brauchen wir noch Steine und die Kerne. Also jede Menge Steine. Haben wir hier oben genügend? Nee, haben wir nicht. Dann lassen wir die direkt da liegen. Und ich nehme die. Du trägst zu viel. Ja, komm. Den kurzen Weg schaffen wir auch überladen. Weil die Sachen möchte ich sowieso hier oben bauen. Im Moment, bevor ich die jetzt baue, können wir hier ja erstmal Boden einebnen. Okay. Warum geht es nicht? Ah, es ist tatsächlich noch immer der Boden. Okay, dann müssen wir irgendwas ablegen. Das sollte doch jetzt hoffentlich genügen. Also den. Können wir mal dorthin packen. Perfekt. Und der scheint hier Öffnung zu haben. Also müssten wir da theoretisch von allen Seiten ran. Sehe ich das richtig? Weiß es nicht. So, Rubin. Oh. Okay, Glück gehabt. Das wollte ich nicht. Platziere dein Roherz in diesem Hochofen, damit er alle Unreinheiten in Fortschmelz und du einen Barren veredelten Metalls erhältst, den du für die Schmiede verwenden kannst. Um den Schmelzofen anzutreiben, benötigst du Kohle. Kohle wird produziert, indem du einen Kohlenmeiler errichtest und ihn mit Holz füllst. Kohlenmeiler dürfte der Kollege sein. Dann nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen Holz. Ja, genau. Knallen den voll. Und dann kriegen wir gleich irgendwann Kohle. Ich weiß jetzt nicht, ob die einfach da vorne rausfällt. Ja, denke ich mal. Ah, ja, tut sie.
Aber wir hatten doch auch irgendwo schon Kohle, genau, da. So, wo muss denn hier Gegenstand hinzufügen? Das ist wahrscheinlich nur ein Abzug. Ach, da kommt die Kohle rein. Okay. Und jetzt müssen wir... Genau, Zinnerz. Zu viel. Das kommt da rein. Obwohl, das können wir auch im Inventar lassen. Ja, okay, das ist jetzt... Oh. Ah, wir haben es direkt eingesammelt. Zinn, wo ist da? Ein Zinnbarren. 8 Kilo. Ui, den lege ich mal direkt weg. Zehn, wie viel Kohle ist da drin? 6. Leg mal den Rest hier erst noch wieder weg. Ich wollte eigentlich euch was zeigen. Ja, machen wir einfach mal eben, weil das ist nicht weit weg. Kupfer. Wir holen uns jetzt Kupfer. War ja ein Zufallsfund und ich hatte auch irgendwann schon mal in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht welche, angedeutet, dass ich Kupfer gefunden habe, ganz in der Nähe. Und man sieht auf der Minimap, glaube ich, schon diesen kleinen Haken. Da ist es nämlich schon. Da. Da. So, und das können wir jetzt genau einfach hiermit abbauen. Ich sollte den Satz vielleicht auch noch zu Ende bringen. Das erste Kupfererz. So, wir müssen ein bisschen was essen. Oh. Okay, die tut dir scheinbar nicht so weh. Okay, weiter geht's. Aber ich muss gleich mal gucken, ob man die Dings auch aufwerten kann. Gar nicht mehr, wie die heißt, die wir gerade benutzen. Geweihspitzhacke, ja genau. Die haben wir eigentlich hier zu verdanken. Wie viel Kupfer haben wir jetzt? Hm? 4, ach Gottchen. Ich denke, wie oft wir hier schon drauf rumgezimmert haben. Viel essen geht es aber halbwegs mit der Ausdauerregeneration. Ne? Wir sind jetzt gleich einmal leer, aber das
Das war ein großer Brocken. War nur ein Kupfererz. Ja, ich würde sagen, ich baue das Ganze mal eben ab. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Ich habe mich gerade schlafen gelegt und schon haben wir einen schönen neuen guten Morgen. Wir könnten was zu essen vertragen, haben wir gerade noch gelesen. Das machen wir da auch mal direkt. Und ja, ich habe mir eine zweite Hacke gebaut, weil ich bin mittlerweile, glaube ich, zweimal hin und her gelaufen. Aber das meiste haben wir jetzt abgebaut. Wir müssen es nur noch einsammeln. Apropos, ich habe auch hier kräftig weiter produziert. Müssen jetzt nochmal die rauspacken. Ich packe die Kohle weg. Ich habe hier schon 22 Kupfer mit hergebracht, aber da liegt trotzdem noch ein ganzer Schwung. So, jetzt packen wir den hier nochmal eben voll. So, das restliche Holz wieder zurück. Kohle hier mit rein und jetzt gehen wir erstmal eben einsammeln. Ich bin ungeschützt. Was auch? Ach so, jetzt habe ich vergessen zu reparieren. Aber jetzt. Ja, und beim nächtlichen Abbauen habe ich dann auch so einigen Besuch wieder gehabt. Aber diesmal haben sie mich nicht geschafft. Also ja, der Sieger war ich. Waren Schamane, Berserker mal wieder so alles dabei. Alles, was Rang und Namen habt. Ein Berserker, ein Schamane sogar mit 2 Sternen. Aber auch der. Und den habe ich, glaube ich, hier vorne gekillt. Also. Oh, der hatte sogar einen uralten Samen fallen lassen. Doch, Mensch, das hat sich ja dann gelohnt. So, und hier, wie gesagt, müssen wir auch alles einsammeln. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir das alles auf einmal mitkriegen. Ne. Jetzt sind wir schon wieder voll. Und hier ist dann tatsächlich auch noch ein kleiner Rest. Obwohl da links ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und wird das da auch noch mal eben weg. Hier, ne? Ja. Steine lasse ich mal erst hier. Ah, da ist gar kein Kupfer mit dabei. Ja, wir kriegen trotzdem nicht alles mit. Wahrscheinlich habe ich schon wieder Steine eingesammelt. Ja, nur 5 Stück. War nicht. Da noch. Ach, wir sind voll, okay. Ja, gut, dann müssen wir halt noch ein zweites Mal laufen. Lässt sich nicht ändern. Ja, ich bringe eben alles weg. Wir sehen uns gleich. Gut, da sind wir wieder. Wir haben alles eingesammelt, was einzusammeln war. Natürlich auch noch wieder ein paar, ne? Hiervon erlegt. Aber diesmal gab es nichts so Spannendes. Noch Kohle einsammeln. Holz, das wir im Inventar haben, kommt da rein. Der ist noch voll. Okay, dann packen wir die Kohle direkt weg. Also ganz viel Kupfererz war es übrigens nicht mehr. Aber jetzt können... Oh, wir tragen zu viel. Na egal. Nicht mehr lange. Weil wir können jetzt den Schmelzofen vollpacken mit dem Kupfererz. Damit wir Kupferbarren bekommen. Deswegen tragen wir zu viel. 2 von denen, da machen wir jetzt mal eben Steinhaufen draus. Können wir auch an dieser Seite machen. Müssen wir gar nicht da unten. So. Schon tragen wir nicht mehr zu viel und haben hier wieder ein bisschen Platz. Ja, Kohle haben wir den ganzen Schwung. Das müsste eigentlich sogar reichen für das, was wir noch an
Kupfererz haben. Oh. Kupfererz ist schwer. Jetzt ist nur die Frage, wir haben jetzt hier den ersten Kupferbarren. Ah, jetzt können wir auch eine Schmiede bauen, wo wir beides haben. Perfekt. Was brauchen wir denn für eine Schmiede? Eine Kühlvorrichtung. Da ist die Schmiede, okay. Steinkohle, Holz, Kupfer, 6 Kupfer. Okay, die haben wir noch nicht. Dann, war das 6 oder? Ich glaube 4. Kohle, 4 Stein. Was war es noch mehr? 10 Holz. Gut, jetzt müssen wir nur warten, dass wir nochmal 2 brauchen, noch 3 weitere. Na super. Und wo bauen wir den denn hin? Den ganz gerne dahin gebaut, aber das scheint nicht zu passen. Ja, jetzt vielleicht. Noch verlinkt, wenn ich den dahin baue. Probieren wir es einfach mal aus. So, jetzt haben wir 5. 5, ja. Ah, jetzt haben wir 6. So. Dann wollen wir doch nochmal schnell eine Schmiede bauen. Passt da nicht. Ach, jetzt habe ich Holz verbraucht. Ich habe gar nicht mit rausgenommen. Das kann natürlich auch sein. Egal, wie dem auch sei. So, jetzt kommt da die Schmiede hin. Oh, neue Handwerkstation. Jetzt geht immer so schnell, ich kann das nicht lesen. Schmiedekühlvorrichtung. Nochmal 10 Kupfer und 25 Edelholz. Okay, das ist dann wohl das Upgrade dafür. Aber Edelholz, ne? Da war ja was. War immer ein bisschen das Problem. Gut, wir packen hier noch mal alles voll. Den auch mehr oder weniger. So, Kupferbarren legen wir auch weg. Gut, dann ja, würde ich sagen, war das doch jetzt ein sehr ereignisreiches Video. Wir haben einiges... Ach, stopp. Nee, wir können natürlich nicht beenden, ohne hier mal reinzuschauen. Bronze. 5-mal Bronze auf einmal. Na, das ist ja göttlich. 2 Kupfer, 1 Zinn. Okay. Kupfermesser. Ich hoffe ja sehr, dass ich gleich... Ah, wir haben sogar... 2. Stellen wir doch mal einen Bronze her. Und dass es dann noch mehr Rezepte gibt. Ah. Reichlich neue Rezepte. Was haben wir denn hier? Eine bronzenen Brustpanzer. Beinschutz. Bronzepfeile sogar. Okay. Bronze Adgier. Das Werkzeug eines wahren Kriegers. Uiuiui. Eine Bronze Axt. Na, da werden wir doch nochmal andere Bäume mit fällen können, oder?
Oder zumindest die anderen Schnaller. Ein Flug, landwirtschaftliches Gerät zum Pflügen des Bodens. Ach, göttlich. Da können wir wahrscheinlich dann Sachen mit anbauen, oder? Kupfermesser, bronzener Streitkolben. Faustschild, Bronzespitzhacke. Kann auch sehr harte Felsen knacken, okay. Och. Ja, es gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken. So viel ist mal sicher. Aber wir machen jetzt Ende für heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.